Borussia und der Breisgau. Seit fast einem Jahrzehnt eine sehr beliebte Auswärtsfahrt. Zudem eine ausgezeichnete Adresse für schwarz-gelbe Transfers. Alles dazu und noch mehr jetzt in eurem Feiertagsmagazin. Ja, seit 2010 sind wir in Freiburg ungeschlagen. Fast nur Siege haben wir dort eingefahren. Und bei den letzten 4 Gastspielen haben wir immer zu 0 gespielt. Und das wollen wir natürlich morgen so fortführen. Und wenn wir im Breisgau spielen, sollten wir natürlich einen Gast bei uns haben, der von dort kommt. Einer der besten Freiburg-Importe ever ist heute bei mir auf der Couch. Und plötzlich wird es nur noch eine Handvoll Spiele. Der Kampf um die Meisterschaft erspitzt sich zu. Der BVB wieder in Verfolgerposition. Ein Punkt hinter den Bayern. Ab sofort ist Verlieren verboten. Worauf es jetzt ankommt, wir fragen nach bei jemandem, der es weiß. Sowohl in Freiburg als auch im Titelrennen. Herzlich willkommen, Sebastian Kehl. Noch 5 Spiele und er hat jahrelang die Nummer 5 gehabt und ist heute bei uns zu Gast. Ich freue mich riesig, Sebastian Kehl. Schön, dass du hier bist, Sebastian. Ja, ich frage dich mal direkt, worauf kommt es denn im Meisterschaftsendspurt an? Wir gehen ja direkt in die Vollen. Ja, sicher, hier. Ohne Umschweife. Wir am Samstag hier am Platz. Wir am Samstag. Direkt VM, volle Möhre. Genau, hat es in der ersten Halbzeit auch gut geklappt. Ja, es kommt auf viele Dinge drauf an. Zum einen muss man weiter eine Überzeugung haben, dass man es packen kann. Man braucht auch eine gewisse Art an Leichtigkeit und an Spaß. Natürlich auch an Fokussierung. Der Wille. Kann man das denn noch haben im Endspurt? Ja, natürlich. Leichtigkeit, was du gerade sagst? Naja, also eine gewisse Leichtigkeit versucht man sich zu behalten, weil wir haben eine super junge Mannschaft. Und ich glaube, wir müssen mit dieser Mannschaft auch ein bisschen anders umgehen, als wenn man eine sehr erfahrene Mannschaft hätte, die schon zig Titel errungen hat. Für viele ist das eine ganz neue Situation. Und deswegen ist viel Kommunikation notwendig, aber auch viel Optimismus. Ihn einfach begreifbar machen, dass es eine große Chance ist in diesem Jahr und dass wir immer noch die Möglichkeit haben. Und ich meine, wir saßen im Winter schon mal hier, da war die Situation vielleicht noch ein bisschen positiver. Aber wenn man mal zum Sommer zurückblickt, dann haben wir doch vieles geleistet in dieser Saison und können, denke ich, auch ein Stück weit schon stolz auf das sein. Aber wir sind noch nicht zufrieden. Wir wollen noch mehr und dafür braucht es natürlich auch ein paar Komponenten. Wir haben es ja eben im Beitrag gehört, verlieren verboten, bedeutet aber auch gleichzeitig, dass etwas Druck natürlich da ist. Und wie geht ihr damit um, damit dieser Druck nicht lähmend für die Mannschaft ist? Ja, zunächst mal, wenn man immer von Druck spricht, dann hört sich das so an, als wenn das irgendwas was Negatives ist. Überhaupt nicht, sondern es sollte einfach auch eine Chance da sein. Also Druck verstehe ich in dem Fall wirklich als Chance, als ein positives Element, das auch einfach darauf abzielen sollte, dass man etwas erreichen will und dass wir natürlich im Moment die Chance haben und uns das hart erarbeitet haben, in dieser Situation jetzt zu sein. Und deswegen darf man sich auch vielleicht gar nicht so viele Gedanken darüber machen. Also einfach hingehen und Man sollte diese Leichtigkeit, diese Mannschaft, auch diese Spielfreude, die wir hatten, die ist ein bisschen manchmal so verloren gegangen. Das Gefühl haben wir natürlich auch. Aber hey, was haben wir denn zu verlieren? Wir haben nichts zu verlieren. Wir haben in dieser Saison alles noch zu gewinnen. Und in der jetzigen Situation sowieso. Deswegen brauchen wir eine gewisse Art an Spaß und Freude, aber natürlich fokussiert und vor allem Wille, weil ohne den funktioniert nichts. Ich habe es eben in der Ankündigung auf die Sendung ja schon gesagt, Freiburg ist fast immer ein gutes Pflaster für uns gewesen und für die Bayern oftmals ein Stolperstein. Was ist wichtig, damit uns nicht Gleiches passiert wie den Bayern? Ja, wir brauchen eine Top-Leistung. Am besten nehmen wir die erste Halbzeit hier vom Heimspiel gegen Mainz. Knüpfen daran an, sind von Anfang an präsent, denn die Freiburger sind gefährlich auf ihre Art und Weise, gerade in Heimspielen unheimlich und unangenehm auch zu spielen und sie werden alles reinwerfen. Das ist für sie genauso wie das Spiel gegen Bayern München ein absolutes Highlight und ich habe auch noch ein paar ganz gute Bekannte beim SC Freiburg, habe ja auch dort ein bisschen gespielt. Ist auch ein toller Verein. Ist auch ein toller Club, die machen das hervorragend, auch in dieser Saison. Ich mag das ganze Trainerteam sehr, sehr gerne. Trotzdem fahren wir dahin, um zu gewinnen. Aber wir müssen selbstbewusst auftreten. Wir müssen
mit einer großen Art von Überzeugung da sein. Und wir müssen unsere Qualität, die diese Mannschaft auch weiterhin hat, die müssen wir aufs Spielfeld bringen. Und dann werden wir dort auch gewinnen. Ja, kommen wir zur Rubrik Abstauber. Ich gebe dir einen kurzen Satz. Anfang und du bringst das irgendwie zu Ende. Okay. Aber wirklich, ich sage nur ganz kurz. Mhm. So kurz wie nie zuvor. Am Sonntag. Holen wir 3 Punkte und dann fliegen wir zurück nach Dortmund und werden am Ostermontag mit der Familie noch Ostern feiern. In den nächsten Wochen. Das sind entscheidende Spiele, die uns am Ende hoffentlich unseren großen Traum noch wahr werden lassen. Am 18. Mai 2019. Findet das Saisonfinale statt in Gladbach. Da haben wir übrigens schon mal ein Saisonfinale gehabt, das haben wir leider nicht so gut gestaltet. Also, das stimmt. Erinnere ich mich jetzt kurz dran, aber lass es dann auch wieder beiseite. Wir haben alle Möglichkeiten noch, aber wird auch nicht leicht. Ja, wenn wir unseren großen Traum irgendwie verwirklichen wollen, brauchen wir natürlich einen sehr guten Schlusssport. Wir haben dazu mal in unseren Archiven ein wenig gekramt und wirklich sehr interessante Parallelen gefunden. Endlich wieder eine spannende Meisterschaft. Und die große Frage, springt der BVB im Endspurt nochmals von 2-1? Nervenstärke jedenfalls scheint in der DNA von Borussia Dortmund verankert zu sein. 1995 verliert Schwarz-Gelb im direkten Duell mit Titelkonkurrent Bremen die Spitze. Abschütteln lässt sich die Borussia aber nicht und holt am allerletzten Spieltag doch noch die Schale nach Dortmund. 2002 die gleiche Situation. Zunächst Verlust der Tabellenführung gegen, ihr ahnt es, den direkten Widersacher, damals Leverkusen. Ab dem 33. Spieltag jedoch grüßt der BVB wieder von oben und wird deutscher Meister. Und mittendrin ein gewisser Sebastian Kehl. Ja, du hast dich kaum verändert, Sebastian. Sehr gut. Kompliment. Zum Positiven. Ja, und 2019 haben wir im direkten Duell mit den Bayern die Tabellenführung verloren. Damit dürfte natürlich klar sein, wer Meister wird, oder? Hatten wir ja gerade in dem Beitrag auch gesehen, dass es schon Jahre gab in der Vergangenheit von Borussia Dortmund, in dem wir genau das Gegenteil am Ende noch erreicht haben. Ich kann mich noch gut an 2002 erinnern, als wir auch zum Ende der Saison eine bittere Niederlage gegen Leverkusen einstecken mussten. Und dann sind wir erst am vorletzten Spieltag wieder an die Tabellenführung geklettert. Mal wieder ein legendäres Spiel in Hamburg abgeliefert. Hamburg war ja damals auch ein geiles Pflaster für uns. Und also wir haben auch in der Vergangenheit gezeigt, dass wir bis zum Ende der Jäger sein könnten. Ich glaube, dass dieser Begriff Jäger und Gejagter dann damals ja auch so ein bisschen kreiert wurde. Und ja, jetzt sind wir wieder in der Jägerposition. Das mag für uns psychologisch vielleicht sogar ein kleiner Vorteil sein. Michael Zorc war bei der angesprochenen Meisterschaft 95 dabei, 2002, wie du gesagt hast. Du, könnt ihr der Mannschaft vielleicht in irgendeiner Art und Weise da noch den einen oder anderen Impuls mitgeben? Ja, natürlich. Das versuchen wir jeden Tag durch viele Gespräche, durch immer wieder auch Bewusstwerden der Situation. Aber natürlich erlebt es jeder Spieler auch in seiner Perspektive auf eine andere Art und Weise. Und die Spieler beschäftigen sich auch nicht so gerne damit, was noch irgendwie vor 15 oder 20 Jahren war. Sie leben im Hier und Jetzt, das ist auch gut so. Situationen haben sich auch verändert. Aber was am Ende bleibt, ist dann trotzdem auch, sich auf das Spiel gut einzulassen, alles zu geben und die Überzeugung zu behalten, dass wir Borussia Dortmund sind und dass wir bis zum Schluss die Möglichkeit haben, in diesem Jahr deutscher Meister zu werden. Und was es bedeutet, hier um den Borsigplatz zu fahren und es mit den Fans zu feiern. Ich meine, wir haben ja häufig genug zusammen erlebt. Genau. Es ist einfach etwas, was man sein ganzes Leben nicht vergisst. Und das versucht man den Jungs natürlich auch immer wieder mitzugeben und zu sagen, hey, dafür ist es wirklich wert, alles zu geben. Da gebe ich dir recht. Das ist wirklich ein unfassbares Geschenk, mit dem Wagen durch Dortmund zu fahren. So, jetzt kommen wir zu Dönnekes mit Fritz. Du kennst das ja. Hinrunde hast du übrigens 2-1 verloren. Ja. Und hast du überhaupt schon mal verloren? Das ist natürlich eine berechtigte Frage. Ne? Ja, habe ich. Mhm. Du hast dir gewünscht, Fragen zur Neuzeit. Klar, haben wir das verändert jetzt. Die Jungs vom BVB TV wissen natürlich, dass ich
ziemlich weit vorne bin. Und jetzt kommt natürlich dein Freiburg-Vorteil auch noch dazu. Auch. Ich kann mir vorstellen, dass nur Fragen dabei sind aus deiner Saison, die ich nicht beantworten kann. Aber ich bin mal gespannt. Vielleicht geht es ja doch auch fair hier zu. Ich bin gespannt. Trainer Christian Streich genießt den Freiburg-Kultstatus, auch weil er stets im badischen Dialekt spricht. Seit Januar gibt es im SC-Fanshop ein kleines Wörterbuch, wo seine badischen Dialekte ins Hochdeutsche übersetzt werden. Gelb ist nochmal ja, ne? Gelb ist wahr. Gelb ist wahr. Die Geschichte, die Fritz da... Ja. Gelb ist ja und schwarz war nein. Ja. Stimmt oder nicht? Stimmt, ja. Ja. Hm? 3, 2, 1. Ja, dieses Büchlein könnten wirklich einige gebrauchen, aber es ist leider noch nicht auf dem Markt. 1-0 für Norbert. Hast du nur geraten. Die Borussia Brauerei gab dem BVB seinen Namen. Die Ganta Brauerei dem SC Freiburg sein Wappentier. Denn der Greif, der im SC-Wappen abgebildet ist, hat seinen Ursprung im Firmenlogo des Freiburger Brauereibetriebes. Ja gut, du weißt das wieder, weil du da gespielt hast. Ja, klar. Und ich kann wieder nur raten. 3, 2, 1. Ja, tatsächlich. Die Ganta Brauerei hat einen Greif im Logo und trotzdem ist es eine Dönekes-Geschichte. Ah! Der Greif im Freiburg-Logo hat seinen Ursprung nämlich in seiner Rolle als Schildhalter des südbadischen Wappens. Das war auch die Version, die ich kannte. Also deswegen war ich total überrascht, dass du das hier auch. Warte mal, wärst du noch nicht mal ein bisschen rot, wenn du lügst? Nein, ich war fest davon aus. Das ist doch unfassbar hier. Das ist doch, 1-1. Das geht doch nicht mit rechten Dingen hier zu. Finale. Die Freiburger werden zur Partie gegen den BVB am Ostersonntag 5000 Schokoladeneier an die Besucher verschenken. Eine gute Idee. 3, 2, 1. Ja, die Idee ist gut, aber es ist nicht geplant. Hauptsache, die Freiburger legen uns kein faules Ei ins Nest. 2-1. Na, Nobi. Was? War ja klar. Was war klar? Muss ich nochmal wiederkommen, 1-1 steht's. Im Winter habe ich gegen dich verloren. Aber ja, am Ende. So, jetzt schauen wir mal auf den zwischenzeitlichen Stand. 54 Punkte, Nobby 48. Jetzt schmilzt dahin, aber ich hoffe natürlich, dass ich den Sieg irgendwie über die Linie bekomme. Fast so wie bei der Mannschaft. Du spielst ja nicht mehr gegen mich, Nobby, deswegen mag das sein, dass du es vielleicht am Ende über die Ziellinie schaukelst, das Ding. Aber bevor wir zum Ende kommen, habe ich noch eine kleine Überraschung für dich. Und zwar, wusstest du eigentlich, dass Günter Kutowski und Christian Streich fast dafür gesorgt hätten, dass du hier nicht sitzen würdest? Nee, da gibt es überhaupt keinen Zusammenhang. Ja, dann lass dich mal überraschen. Nobby, ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst. Es war 89. Das war kein Foul. Zweite Runde im DFB-Pokal, der BVB gegen Homburg. Und das wurde nicht als Foul gepfiffen. Wenn das ein Foul gewesen wäre, dann wäre es ein Elfmeter geworden. Vielleicht wärt ihr damals dann nicht nach Berlin gekommen und du hättest nicht der Held von Berlin sein können. Dann wäre ich auch nicht hier wahrscheinlich, das stimmt. Aber es war kein Foul. Nee, war kein Foul. Also, Günter Kutowki habe ich spontan. Der hat nie einen Foul gemacht. Videoschiedsrichter gab es damals auch noch keinen. Gut, dass es den Diskussion nicht gab. Also nochmal herzlichen Glückwunsch. Den hätten sie da schön zerpflückt mit 19 Kameras. Ja, schön. Deshalb danke nochmal, dass ihr keine Videoschiedsrichter in 88 gehabt habt. Deshalb sitze ich ja heute hier. Dankeschön. Ja, bei dir möchte ich mich auch bedanken. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast, hier hinzukommen heute. Und wir wissen natürlich alle, dass Nuri regelmäßiger Feiertagsmagazin-Schauer ist. Und Nuri, hau den Bayern einen rein, so wie 2011. Mach es und hilf deinem BVB. Ja, das war's heute vom Feiertagsmagazin.
Alles Gute. Kommt nicht ohne was, ohne 3 Punkte nach Hause. Bitte. Ja. Bitte, wir drücken die Daumen. Also. Soll das schöne Ostern werden. Macht's gut. Richtig, genau. Hoppala.